In diesem Video zeigen wir, wie die Wortbildungsparaphrase und das binäre Segmentieren funktionieren. So wie wir den Wald in seine einzelnen Bäume und diese in ihre Bestandteile zergliedern können, so können wir auch das zusammengesetzte Wort zergliedern. Um ein zusammengesetztes Wort in seine einzelnen Bestandteile aufzuteilen, wird es als erstes so paraphrasiert, dass daraus deutlich wird, aus welchen Bedeutungen das Wort zusammengesetzt ist und welche Gesamtbedeutung entsteht. Die Wortbildungsparaphrase gibt Aufschluss über die semantischen Relationen und die Wortart der Konstituenten des Wortes. Wie genau das funktioniert, zeigen wir in unserem Beispielwort Sonnenschein. Als Sonnenschein bezeichnet man das Licht bzw. den Lichtschein, den die Sonne aussendet. Hat man das Wort paraphrasiert, kann es mit dem binären Segmentieren losgehen. Das binäre Segmentieren ist das Hauptprinzip der Wortbildungsanalyse. Die Wortverbindungen werden dabei immer in Zweierschritten, also binär, bis zur Morphemebene analysiert und durch ein Stemma verdeutlicht. Wie sieht das konkret am Beispiel Sonnenschein aus? Unsere erste Zweiteilung besteht entsprechend unserer Paraphrase aus Sonne und Schein. Das N stellt ein Fugenelement dar. Fugenelemente sind separat zu vermerken. Wir prüfen nun, ob sich die beiden Konstituenten noch einmal untergliedern lassen. Das ist nicht der Fall. Wir können nun unter die Bestandteile die Art der Morpheme schreiben. Beide frei und lexikalisch. Aber Achtung, die Wortbildungsparaphrase und die Zweiteilung müssen immer zusammenpassen. Das sehen wir deutlich am Beispiel Feuerwehrmann. Dabei handelt es sich um einen Mann, der für die Feuerwehr arbeitet. Wir können also nicht binär in Feuer und Wehrmann segmentieren, sondern in Feuerwehr und Mann. Feuerwehr lässt sich anschließend wieder binär in die Bestandteile Feuer und Wehr gliedern.